Ciao, Asso. Ciao. Wo komme ich her? Von draußen. Mieses Wetter. Es regnet. Es regnet? Ja, sieh hier. Es regnet. Naja, dann. Dann ist gut. Sind noch ein paar Leute da? Ja, drüben. Na dann mal los. Bube. Und die 10. Große Straße mit Herz, Dame. Mist. Danke, Jungs. Das Geld kann ich gut brauchen. Grüß dich, Arthur. Schon lange nichts mehr von dir gehört. Ja, auf der Party vom Carly, da bist du ja nicht gewesen. Hatte keine Einladung. Wirklich? Dann lass uns pokern. Hast du deine Oma ausgeraubt? Nein, ich habe deine Oma ausgeraubt. Neue Karten. Zeige ich dir, wie man Karten mischt. Hundert. Ich gehe mit. Wie viel möchtest du? Eine. Und du? Keine. Wie viel betest du? 100. Und was ist mit dem Restlichen? Ich setze alles und brauche ein Telefon. Ah. Das darf nicht wahr sein. Jetzt hatte ich gerade so einen guten Traum. Was stört mich denn um diese Zeit? Hallo. Hallo, bin ich denn da richtig bei der Familie Gren? Ja, was gibt's? Ah, du bist Carly, wie geht's? Ja, gut, was gibt's denn? Hier spricht der Asso. 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 Und warum rufst du mich jetzt mitten in der Nacht an? Es ist so, Carly. Du hast mir keine Einladungskarte zu deiner Geburtstagsparty geschickt. Wie komme ich dazu? Da kann ja jeder nachts bei mir anrufen und das behaupten. Ich habe dir eine geschickt. Du hast mir eine geschickt? Die ist bei mir nicht angekommen. Natürlich habe ich dir eine geschickt. Wie oft soll ich denn das noch sagen? Ich habe dir eine geschickt. Er hat mir eine Einladungskarte geschickt. Danke, Carly. Ich sitze hier gerade mit dem Arthur beim Pokern und ich glaube, jetzt wird er gleich ganz schön ins Schwitzen kommen. Ciao.
Eine Minute Zeit bekommst du. Ich passe.